Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit einem super Moderator und super Comedian und guten Freund, der Storm. Ja, schönen guten Abend. Ja. Hallo, erstmal Prost, Prost, Prost hier, ja. Guck mal. Die sind scheinbar schon länger hier. Oh, wollte gerade sagen. Hast du gut hier hingefunden? Ja, soeben. Ich bin ja schon ein paar Mal hier gewesen. Ich weiß. Er macht tatsächlich eine Sendung hier. Ja, One Funny Shot. Die tatsächlich schon eine große Fankultur aufgebaut hat. Ja, mal ganz kurz, wer kennt sie? Diese. Okay, klasse. Ja. Keiner? Läuft doch. Läuft hervorragend. Ja, warum machen wir das bei dir in der Kneipe? Wissen wir auch nicht ganz genau. Ne? Weil wir dafür bezahlen. Weil ihr dafür bezahlt, okay. Oder weil wir vielleicht gedacht haben, wenn da irgendwie 20, 30 Liter Bier fehlen, dann denken die ja gut. Markus Krebs war nochmal kurz auf den Schmack und fahrt vorbei und dann merkt das keiner. Ich mache ja auch auf euch aufmerksam. Ja. Vielen Dank an der Stelle. Genau dasselbe machst du ja durch Radiosendungen und so weiter, durch, sag ich mal, die Qualität der Radiosendungen machst du auf mehrere Comedians aufmerksam, ja. Wo du sagst, alles klar, der ist gut, geht dahin. Genau. Du hast eine Aufgabe, die du empfindest, die auch so, dass du Leute tatsächlich eine Werbefläche gibst, dass sie dadurch vielleicht mehr Karten verkaufen, bekannter werden. Na, ich mache das gerade besonders im Kölner Raum, dass ich denke, es gibt gerade im Kölner Raum gibt es einfach wahnsinnig viele Comedians, die einfach noch nicht so den Namen haben, so mal wie ich selbst vielleicht auch. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, durch eine Radiosendung einfach Menschen irgendwie mal on air zu heben und sowas. Und das macht einfach Bock. Du hast aber auch eine Radiostimme. Und das sagst du auch das mit dem Gesicht. Nein, aber wirklich, wo man hört, Radio. Ah, Radio, ja. Ja, mehr ist es leider nicht geworden bisher, aber man weiß es nicht. Und nein, du hast den Comedy, er hat unter anderem auch den Comedy, genauso wie ich. Warte, ich habe einen Bröckelhusten. Jetzt geht es. Ich habe ihn ja am 18.11.2. Hast du den auch tätowieren lassen? Wann hast du gewonnen? 17? Ich habe den 2017 gewonnen, RTL Comedy Grand Prix. Hast du ihn tätowieren lassen? Nee, ich habe gedacht, das wäre irgendwann von deinem Fußballgedöns. Erzähl doch jetzt keinen Quatsch. Ich dachte, das wäre irgendwie. Ja, weil erste Festnahme oder was? Nein, das ist hier. Ja, weiß ich doch nicht, wenn er da auswärts sieht, draußen stehen hat, weiß ich nicht. Alles, ich bin Duisburg und ich habe in Köln gewonnen, was ist los? Ach so, ja, nee, ich habe den 2017 gewonnen. Sprich, fünf, sechs Jahre nach dir, denke ich mal, und bisher. Ja. Müsste dann auch langsam losgehen bei mir, ja. Ich möchte dazu sagen, dass bei mir live abgestimmt werden musste. Bei mir auch. Stimmt, aber nur im Publikum, ne? Ja, die haben noch das Fernsehding mit, die Zuschauer durften noch mit abstimmen, oder was? Ja, da wurde angerufen. Ah nee, bei uns hat keiner angerufen, das war noch irgendwie so... Das Geile war, der Lars Hofeld, kennst du vielleicht auch vom Pop-Up? Ja, von Düsseldorf, ne? Ja, seine Mutter hatte da angerufen und hat 3000 Euro gewonnen bei dem Ding da. Ach, ehrlich? Aber er hat nicht mitgemacht, oder? Er war ja dabei. Ach, ehrlich? Ja, also als... Und hat er? Starke Unterstützung. Wunderbar. Nein, ja. Aber es war damals so, dass seine Freundin Monique noch eigentlich das alte Management von mir war. Aber wir kannten uns erst ein halbes Jahr. Mhm. Und danach habe ich halt Steffi kennengelernt und sind dann diesen gemeinsamen Weg gegangen. Aber zu dem Zeitpunkt war Lars und Monique halt noch die Leute vor Ort, die Verträge für mich durchgeguckt haben. Und als es dann richtig losging, hast du gesagt, scheiße für euch. Ja, cool. Ich hab nichts unterschrieben, nirgendwo. Ich finde das so geil, dass sie mich nicht ficken können. Nein, es ist ja... Und das ist das Schöne, du kannst in der Comedy auch mal ein Wort sagen, was Ingo Appel zwar erfunden hat, ja. Ne, aber das, wo man sagen kann, alles klar, und dir nimmt das keiner übel. Ja? Ist das so? Ja, oder dann habe ich, ein anderes Publikum. Also, echt, das schimpft einer manchmal mit dir? Cancel Culture 2022, ich weiß ja nicht, wann das hier ausgestrahlt wird oder sowas, aber ja. Im Jahr 2022, wenn du immer sagst, hier, das und das, sagen wir mal, es gibt. Also du liest die Kommentare im Netz. Ja, aber die von anderen, meine eigenen nicht. Nein. Ich google mich nicht. Nein? Nee. Ich habe Google Earth geguckt, ob die Wiese gemacht ist. Ja. Aber selbst noch nie gegoogelt, boah, dann nimmst du... Nein, da sitzt Karl-Heinz, sitzt... Ja. Hinten saugt die Mutter das Zimmer. Er sitzt da, 200 Kilo... Da würden schon Kilo. Die Ersten jetzt sagen, Moment mal, warum saugt denn die Mutter das Zimmer? Ja. So, ja. Das Essen ist kalt, weißt du? Ja. Und dann so, den finde ich scheiße. Genau. Als ob ich das lese, sag es mir ins Gesicht, komm vorbei, sag mir darüber und alles ist gut. Nee, das passiert nicht. Hör mal zu, den Witz habe ich schon mal gehört. Ich sage, ja, den habe ich auch schon zweimal erzählt. Ja.
Nee, nein, aber das wird alles zu ernst genommen manchmal und so. Mein Gott, lass ihn doch. Wenn Leute darüber lachen und die Welt verbessern können, vielleicht. Ja, die Leute lachen sich auch so ein bisschen drauf, wenn sie glauben, dir mitteilen zu können, dass sie dich nicht kennen. Das ist ja auch immer ganz geil. Wenn du solche liest, Oliver Pocher hat das und das gemacht oder keine Ahnung wer, dann schreiben Leute immer nur so: Entschuldigung, wer ist das? Muss man den kennen? Nur um selber zu zeigen, so, boah, ich bin so krass geil, weil ich die Person nicht kenne und so. Das ist also war der schon im Dschungelcamp? Ja, genau. Und, ja, bla bla. Die Richtung. Das ist, deswegen lese ich es eigentlich auch ungern durch. Aber ich interessiere mich immer dafür, genau solche Leute auch manchmal kennenzulernen, die dann vielleicht den Finger ein bisschen weg haben, wenn sie was trinken. Mhm. Aber nach dem dritten Wein merkst du, alles klar, die sind eigentlich in der normalen Welt, aber wollten das nie so zeigen. Ja, das ist ja, wenn du einmal antwortest, ne, das ist ja das Ding. Also natürlich auch, wenn du beim Radio Leute anrufen und sagen, ja, das ist der bescheuerste Vollidiot ever, und du nimmst ihn dann auf die Antenne und sagen, also meine Freundin findet das total gut, also die findet das richtig, richtig interessant, was du machst und sowas. Ich habe es auch jetzt nur einmal gehört und dachte, das wäre vielleicht nicht so richtig toll und sowas. Die nimmt das, die haben überhaupt keine Eier dann direkt. Ja, ja. Ne? Also. Bei mir ist es meistens so, dass ich habe die Karte für meinen Mann geholt. Ja, ja, ja. Ne? Das ist so, der hat so einen frauenfeindlichen Humor. Das ist mein Ding. Ja. Empfinde ich gar nicht so. Ich mache mich über mich so lustig. Ich habe ja nur Gebrechen. Ich gehe auf die Bühne und man sieht Gebrechen. Aber durch mein Labern kann ich das überschatten. Ja, ich kann es überdecken. Ich kann wirklich da sagen, hör mal zu, alles klar, da kommt der Surfer rein. Schön braun gebrannt und der lernt jede kennen. Und alle denken, boah, der Typ ist aber geil. Boah, der hat ein Sixpack. Ja, und dann, oh, du bist auch schön braun. Ja, komm von die Creme. Dann ist er doch schon raus. Ja. So, und dann erzähle ich einen Witz und plötzlich ist der Dicke interessant. Ja. Ja, also das ist für mich natürlich als totale Kartoffel. Also ich habe ja auch so, das ist ja das Problem auch manchmal, was manche Comedians haben. Also ich bin ja auch so, ich bin Deutsch, ich bin Kartoffel, ich habe noch nie was richtig krass Schlimmes erlebt und sagen immer, wo will da überhaupt drüber reden und sowas. Das ist natürlich für dich ganz gut, dass du so ein gebrechliches Stück bist. Ja, du musst praktisch. Auch so, ich sage immer, ich bin kein Brad Pitt, ich bin mehr Prickle Pitt. Ja. Ja? Aber es hat ja immer geklappt. Ja, ja, nein, bei dir auf jeden Fall. Man weiß schon, wo man übernachtet. Ja. Prost erstmal. Dass du ein kleineres Bier hast als ich, das ist auch... ja, ist nicht nur Bier klein. Sind die kleinen Dinge des Lebens, die mich glücklich machen. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Radioaktiv, bist du damit noch unterwegs? Heißt es immer noch radioaktiv? Nein, jetzigen harten Zeit. Nein, in der harten Zeit. Ja, es war eine harte Zeit natürlich jetzt. Ne? Ja. Krieg, Inflation, Hansi Flick. Also es ist wirklich viel Schlimmes passiert in den letzten Jahren. Aber trotzdem, das Solo, radioaktiv spiele ich nicht mehr. Ich habe ein Solo, was einen wirklich tieferen Namen jetzt hat. Aber wo ich dachte, ich muss einfach mehr so ein bisschen in die Kabarettschiene gehen. Und deswegen heißt das Solo, was ich jetzt habe, Sorry for Being Drunk. Das ist das, was ich aktuell mache. Das, ich denke auch, das ist was dir vielleicht auch so ein bisschen... Nein, es hilft ja der Gastronomie weiter. Ja, eben. Also mein Programm ist eine Duo-Show, eine Duo-Impro-Show. Ja. Und die heißt Sorry for Being Drunk. Und mit wem machst du das? Mit Falk Schuk mache ich die zusammen. Den hast du auch schon mal kennengelernt. Ja. Der spielt auch bei One Funny Shot mit, beziehungsweise auch im Ensemble. Ich mache ja dafür so Werbung, wie ich genau, gesagt habe. Genau, das ist ja die ist bestimmt gut, die Sendung. Du hast noch nie geguckt? Nein. Nein, natürlich. Nein, nein, aber ich gucke nie. Ich gucke mich nicht. Ich schäme mich. Wirklich, warum lache ich denn da? Ich kannte den Witz doch. Ja. Ich sehe nur Fehler, also gucke ich mich nie. Ja, egal was ist. Meine Mutter schreibt auf, wann ich im Fernsehen war, damit ich hier über hier VG-Wort Geld zurückkriege. VG-Wort, deswegen hast du gesagt, warum kommt da nichts zurück? Weil es ist VG-Wort. Guck mal, was mit Lukas. Und ich sage VR-Wort, deswegen kriege ich die was. Ja, ja, genau. Da ist wie die GEMA bei Musikern, das kennst du. Ne? Habt ihr mal ein Lied gemacht, GEMA-Gebühren dafür gekriegt? Ja, geh mal weg. Aber du hast eine Band? Hatte, ja. Hatte eine Band. Ja. Ah, okay. Die vier geilen drei. Die, ja, okay. Ah, wirklich? Ja, nice. Ja, guck mal, ich weiß nicht, ich bin gerade gekommen. Hättest du mir jetzt gesagt, das stimmt, hätte ich gesagt, ja, weiß ich nicht, ein bisschen mit dem Rollkragenpulli hier sitzen und so was, kann sein, dass da mal ein Rock'n'Roller war hier. Kurze Frage, du kannst jetzt meine Mütze gewinnen, nach den ganzen Dingen. Warum haben die Ärzte sich Ärzte genannt? Weil sie als erstes im Fach sein wollten. Tatsächlich. Damals, wo es noch quasi dieses... Ja, die wollten als erstes im Fach sein. Und haben sie gemerkt, scheiße, das D ist ja noch... Da gab es noch Schallplatten, die Älteren erinnern sich. Und die waren als erstes da drin. Und Vorband war aber Ermama E. Die kam noch früher. Haben sich aber aufgelöst dadurch. Das ist so ein richtig schönes, unnützes Wissen, was man hat. Ja, aber das ist doch das Größte. Ich mag das auch. Ich mag so nutzloses Wissen. Das ist auch sowas, was ich zum Beispiel tatsächlich bei Instagram so ein bisschen mache. Ja. Dass man immer so ein paar Sachen raussucht, wie zum Beispiel... weil ich aus Köln komme, also
also ich habe da lange gewohnt, ich bin da aufgewachsen und da habe ich auch zum Beispiel so ein paar Sachen gelesen, dieses unnütze Wissen Köln. Und zum Beispiel, dass man sagt, zum Beispiel in Köln gibt es zum Beispiel 150 illegale Wettbüros. Wusstest du das? Davon haben sie letztes Jahr 20 dicht gemacht. Wo du denkst, warum jetzt genau die? Weil ja, ich bin bei den anderen immer. Ja, wahrscheinlich aufs falsche Pferd gesetzt. Keine Ahnung. Aber es ist halt so, ja, das nutzloses Wissen finde ich interessant. Das ein Asteroid heißt so lange Asteroid, bis er in die Erdatmosphäre, dann heißt er Meteoroid. Oh, das war ein bisschen cleverer. Also manchmal, pass auf, ich komme ihm auch noch nie mehr nach. Pass auf, einer. Den Ersten Weltkrieg haben 20 Tiere im Kölner Zoo überlebt. Stimmt. Das waren die mit Panzer wahrscheinlich. Ja. Aber ich weiß nicht. Ein Elefant hat auch noch überlebt. Ja. Tatsächlich, aber es sind mehr Leute in England im Ersten Weltkrieg an Krankheiten gestorben, weil sie sich umarmt haben, weil sie den Krieg gewonnen Lauter haben. Lauterbach wusste es immer. Ja. Ja, ist tatsächlich so. Ja. Es war damals so eine Art Pest. Bist du dir ganz sicher? Das ist so ein bisschen, wo Leute sagen, nein, so, glaub mir, genau, das kann man jetzt googeln. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Syphilis damals hieß. Nein, aber es war tatsächlich so, dass die sich durch die Freude, haben sich umarmt und dadurch haben sie eine Infektion bekommen. Da sind mehr Leute in England dran gestorben als am ganzen Krieg. Hätte der Krieg doch mal länger gedauert, könnte man. Ja, das wäre, ja. Aber es ist ja interessant, dann umarmt euch nicht, oder was? Und Corona hat es ja jetzt gezeigt. Ja. Nur Assis kriegen Corona, ist dir aufgefallen? Wow, dann bin ich... Nein, die Gepflegten haben Covid. So, die Gepflegten haben... Man fühlte sich auch immer, ganz am Anfang fühlte man sich auch wie so ein ganz Schlauer, als würde man die Brille direkt so ein bisschen weiter unten tragen. Ja. Ich Corona, COVID, boah, was ein Assi, ich aber Covid, oh. Ja, ich hatte ja Covid. Ja. Und nicht 1,19. Ja, eben, ja. Aber warum du hier bist, sag mal. Ja, also deine Managerin hat mich gefragt, von wegen, ey, hast du Bock bei Markus Kiez in die Kneipe zu kommen? Die ist so erkältet. Ja? Ja. Ich habe ihr gesagt, sie soll mir die Nachricht nochmal schreiben. Die hat mir eine Sprachnachricht, kein Wort verstanden. Ist ja mittlerweile, wo diese Sprachnachrichten so lang sind, dass es heute wieder fast ein Podcast ist. Boah, ich liebe mal zwei. So, ja, die mal zwei ist genau die beste Erfindung, kommt direkt nach bei Netflix dieses Intro überspringen. Eigentlich nach der Glühbirne, aber... Macht zwei. Ja, nee, okay, muss ich sagen. Aber ich finde dieses Intro überspringen bei Netflix, es war auch ein Gamechanger, genau wie das mal zwei bei den. Kriegst du auch so Sprachnachrichten? Markus, also jetzt nicht bei dir. Ja, das ist komisch. Wie ist es? Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz meinen Hund rufen. Was machst du? Hör mal, lange nicht gesehen, hast du Bock? Und dann denke ich, wenn ich auch nicht schlimm. Warum gib ich nicht mal fünf? Ja. Markus, Bock. Ja, einfach so. Und du weißt dann, nein. Ja. Grün. Ja. Was hast du in nächster Zeit vor? Es ist ein First World Problem. Genauso ist es ja auch mittlerweile, dass ich... Verenglischst du auch alles? Nein, gar nicht. Das sind die Schlimmsten eigentlich. Ich habe es jetzt aber selber gerade gemacht. Sure. Aber noch schlimmer sind die Leute, auch während... You know what I mean? Das sind die Leute, die quasi während Corona, wenn du gesagt hast, ey, ich gucke jetzt zum Beispiel das Büro... Sorry, das ist schon klar, dass es die Office ist. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, dass du im Original guckst. Ja. Das kommt in Deutschland überhaupt nicht rüber. Das sind dieselben Arschnasen, die nach dem Abi so ein halbes Jahr Work and Travel gemacht haben. Ja. Und so nach einem halben Jahr Australien wieder zurück nach Deutschland kamen und sagten dann so, das ist für mich ganz komisch, Christmas nicht am Beach zu sein. Da habe ich in Australien mein Herz verloren, da habe ich beim Surfen meinen Wein verloren. Ich habe schon die deutschen Worte vergessen, you know. Und denkst du, okay, du hast die deutschen Worte vergessen. Warte, ich helfe dir ganz kurz, fick dich. Ja. Ja, das ist so. Ja, das sind genau die Leute, sind das. Das sind genau diese Leute. Vollkommen richtig. Ich fahre da nicht hin, weil da kleine Tiere sind, die könnten mich treten und ich bin tot. Ja, das sind Insekten, nicht wie bei uns, wo du sagst, alles klar, kennst du, hat ein BVB-Trikot an, aber du könntest es kaputt hauen. Und dann merkst du plötzlich, da sind Tiere, wo du vorher in den Schuh gucken musst, ob das Tier da wohnt. Und der beißt dich in den dicken Zeh und du denkst, alles klar, ich habe jetzt drei Beine. Wow, ich bin beim BVB ausgestiegen, aber ich glaube, es war cool. Meine Ex-Frau sagte, die waren in Thailand, das sind Quallen. Wenn die rausschwimmen, da in dem, die dürfen dich nicht berühren, dann gehst du kaputt. Was, deine Frau oder die Quallen? Alle. Ach so, okay. Das ist eine gute Frage. Bose. Aber ist tatsächlich, da gehe ich doch in das verfickte Wasser nicht. Da ist die Qualle, die kann mich schubsen und ich bin weg. Ja, wir alle kennen ja diese große Schubsqualle. Die Schubsqualle, die allgemeine Schubsqualle. Ja, die allgemeine Schubsqualle, die ist besonders gefährlich, Leute. Passt da gut auf, du. Mit Kutte kommt die auf dich zugeschwommen.
Ja. Wo fliegst du gerne? Letztes Mal wo fliegst du gerne hin? Du hast mich in Portugal gesehen, Kneipe. Da habe ich mich verbrannt. Du hast dich verbrannt? Wir haben in Portugal. Ja. Portugal. Sorry, ich bin immer nur auf Inseln normalerweise. Auf Portugal, damals, ja. Ich bin normalerweise nur auf Inseln, sorry. wir haben uns in Portugal gesehen und das finde ich ganz interessant, wer sich denkt, denn Markus Krebs eigentlich so wie Markus Krebs eigentlich so auf der Bühne oder im Podcast oder sonst wo im Fernsehen ist? Ja, weil ich lag 2-3 Reihen vor dir. Und ja, da war nicht so viel Sonne wie bei mir. Nee, natürlich nicht, weil die scheint die Sonne da gefühlt auch aus dem Arsch. Das hat man aber leider auch gehört, weil ich dachte, was ist denn das? Ich bin eingepennt bis zum Knie. Und dann drehe ich mich um und es war einfach Markus Krebs, der sich einfach mit seiner Partnerin die ganze Zeit nur Witze hin und her erzählte. Und das ist wirklich so gewesen. Da dachte ich so, und da kannten wir uns auch noch nicht. So, dachte ich so, okay, der ist so. Der ist so. Ja, ich habe mir die Beine so verbrannt. Aber die Gags waren gut. Und Tim Wiese kam. Ja. Und der erste Satz, der sagt, hast du dich verbrannt? Tim Wiese hat sich ein bisschen im Kopf verbrannt, habe ich in den letzten Monaten gehört. Ja. Aber gegen Tim Wiese habe ich in dem Urlaub habe ich Tor geworfen. Ja? Ja, stimmt. Das waren die kleinen Dinge, die dieses Wasserball-Ding, wo ich dann immer noch Witze erzählt habe und habe gesagt, ich spiele da nicht mit. Ja. Phil hat das kommentiert. Phil, guter Mann. Arbeitet jetzt wieder da, glaube ich. Der hat immer noch Kontakte. Ja. Robinson, also der arbeitet nur Freitag. Habe ich auch mal gearbeitet, ja. Boah, da ist so witzig. Oh. Oh Gott, ich fand auch wirklich gut. Ja, ich auch. Ja, natürlich fandst du den auch gut. Lassen wir sacken. Der arbeitet nur Freitag. Super, Griff. Habt ihr notiert? Gut, alles klar. Nächste Buch ist schon halb durch. Ja. Ich schreibe den ganzen Tag eigentlich. Innerlich. Ja, ich wollte gerade sagen, schreibst du wirklich auf oder ist es nein, also auf ist ja nur den 3 Buchstaben, zu wenig. Ja. Boah, Junge, es ist da schon wieder einer, wo ich wirklich überlegen musste. Du weißt schon, was auf dich zukommt. Ja, hier. Ich hätte es mir irgendwie denken müssen, keine Ahnung. Auf der Fahrt habe ich gedacht, Vorbereitung, was mache ich? Ach, guck mal, da ist ein Baum, der wäre jetzt richtig. Ja, das mache ich auf der Rückfahrt, glaube ich. Nein, aber ist tatsächlich so, wenn mir einer einfällt, dann ärgere ich mich, dass ich den nicht aufgeschrieben habe. Schon, ne? Ja. Also bist du nicht so wie die meisten Comedians. Bezeichnest du dich eigentlich selbst als Comedian oder bist du, also sorry, dass ich jetzt das Blatt jetzt ein bisschen drehe aber, und dich was frage, aber würdest du dich selber als Comedian eine interessante Frage. Ich und mit interessant so meine ich, halt dein Maul. Ja. Nee, ich war immer so ein Sit-Down-Comedian. Ja, Sit-Down, nicht okay. Stand-Up, weil ich habe ja gesessen. Können wir uns darauf einigen, dass ich keine Fragen mehr stelle? Ja. Ja? Nein, wenn einer Witzerzähler sagt, beleidigt er mich nicht. Ich erzähle das gerne. Wollte ich gar nicht sagen. Es kann ja sein, dass du dich irgendwie als weiß ich aber nicht was bezeichnest. Stand-up-Comedy ist ein breites, gefächertes Vokabular, wo du sagst, alles klar, der eine sitzt, der andere steht, aber beides sind Stand-ups. Ja, ich habe Frikadellen vorgegessen, weil ich dachte, ich kriege nicht. Nee? Okay. Aber ich habe diesen Schleim. Das ist auch schön. Ja, so hat jeder so ein bisschen sein Problem heute, ja. Na, ich habe da mit einer Beefy-Roll jetzt weggedrückt. Ah, klasse. Dieser Podcast wird präsentiert von veganen Produkten, meine Damen und Herren. Beefy-Roll arbeitet auch im Nachhinein noch, finde ich. Beefy sind übrigens Kühe, Beefy die Roll beide Geschlechter mögen. Bitte? Beefy. Ja. Beide Geschlechter mögen Kühe. Beefy Roll. Aber wenn du Beefy Roll anguckst, kommt es theoretisch auch genauso wieder raus, wie es reingegangen ist, ne? Wenn es so das von der Optik her. Es rollt raus. Das ist quasi von der Optik ähnlich. Ja, ja. Carazzo mag ich. Keiner isst Carazzo. Ich esse Carazzos. Das ist so eine Taschenpizza. Diese Hosentaschenpizza da, ja, oder was? Ja, ja. Und ich halte sie auch warm. Ja. Ja. Boah, ich kann die Dinger. Ist mir doch scheißegal, was da für eine gesundheitliche Vorschrift draufsteht. Ich hau mir die weg. Ja, ich bin halt auch. Ich bin ja ein großer Fan von dieser Wurst an der Tanke. Ja, Weltklasse. Ey, wenn du mal am Abend vorher gesoffen hast. 3 Tage Röpfchen, wunderbar. Boah, Junge, und er liegt dir wie ein Stein im Magen. Mit Pfand auf für Pille. Ja. Drauf, zack. Da brauchst du wirklich so 3 Sanifair-Gutscheine, um das Ganze wieder da raus zu ballern. Aber 1 Euro geworden. 1 Euro. 1 Euro, aber da steht extra so von wegen, es ist jetzt fairer geworden. Weil du kriegst den Euro komplett wieder. Oh! Ja. Das habe ich nicht durchgelesen. Da haben sie alle gemeckert, weil erst waren es 50 Cent, dann waren es 70 Cent. Die 50 Cent hast du aber nur zurückbekommen. 20 Cent waren quasi in die Tasche von Sunnyfair. Ja, die da oben machen sich die Taschen voll. So, und der kleine Mann muss draufsitzen. Also draufsetzen. Am Ölunternehmen irgendwo. Ja, genau. So, und jetzt gibt's aber diesen Euro gibt's komplett zurück. Die recyceln auch die Abgase. Und das, was du sonst da machst, ja. Nein, ist tatsächlich so, die verarbeiten das in Naturdünger oder irgendwie sowas. Das Sunnyfair ist wirklich? Ja.
Das ist nicht Sanifair für mich. Und Leute, heute kriegt er richtiges, das ist wirklich, das ist ein kleiner, du bist doch in die Wissens-Podcast-Schiene rein. Sanifair, ne? Wird mich jetzt anzeigen. Ja. Aber ich habe es ja. Ja, eben. Das ist, ist mir doch egal. Aber zeig bitte mich nicht an, weil ich habe es nämlich nicht. Dann pisse ich halt draußen. Na, es ist ja, manchmal muss auch, da machen wir uns auch alle nichts vor, es ist manchmal dieser Gang nicht so, gehe ich jetzt da rein? Man muss auch mal Hintergründe kennen. Ja, ja, wenn ich eine Chips-Tüte hole und merke, wenn die Luft raus ist, ist nur die Hälfte drin, ist es Betrug. Jetzt kommst du. Sag, dass du deutsch bist, ohne zu sagen, dass du deutsch bist. Es ist eine komplexe Verpackung. Grundchips oder sowas. Ja, oder Chips frisch oder eher wie früher war es. Hast du alle Sponsoren durch? Und dann machst du die auf und dann macht es puff. Und dann hast du noch so. Für Cholesterin gut. Ja. Genau. Ich bin doch nicht immer nur die negativen Seiten. Na, du bist ja deutsch. Ich muss es so sehen. Vielen Dank, dass ich mich bescheißt. So danke, musst du sehen, Chips frisch, dass er mir hilft, wieder auf die Beine zu kommen. Ja, genau. Was isst du gern? Flips, Sticks, Chips. Mix, Chips, welche? Chips. Ja, ich bin ein Freund von diesen guten, günstigen Sachen. Nicht, weil ich es muss. Sondern auch, weil die guten und günstig sind. Die guten, günstig, die Stapelchips. Stapelchips? Die Stapelchips, das sind für mich die. Hochstapelchips. Ja, Hochstapelchips. Ja, das ist so ein Kindheitsding. Meine Eltern haben die früher gekauft. Ich muss dazu sagen, Pringles kann was. Ja, vor allem hohe Preise, ja. Nur, du hast Ärger gekriegt, wenn du den ersten Slogan von denen genommen hast. Einmal heute schon gepoppt. Heute schon gepoppt, ja. Wenn du zu irgendjemandem, und heute schon gepoppt, und Zack. Dann war eine Schlägerei da und du wolltest nur die Chips erwähnen. Ja. Und du standst dann während der Schlägerei mit den scheiß Chips so. Sagst du, was ist denn hier los? Ja. Welche sind deine Lieblingschips? Die Stapelchips. Nein, aber von Pringles. Von Pringles, ja, auch die Paprika-Dinger, die grün, die schwarzen, grün die, mit schwarz, Zwiebeln, schwarz, Zwiebeln, schwarz, grün, nee, Käse. Die gehen aber auch so direkt wieder durch. Also ja, ich bin ja, muss auf Toilette essen, aber lecker. Ich bin ja so deutsch, also bei mir ist ja, die Hälfte kommt ja wieder so. Also deswegen das Ungarische da drauf, ja. Ich bin so deutsch, dass ich Paprika brauche. Ja, mache ich auch Werbung für die mit dem roten Stuhl, also manchmal denke ich wirklich, das wird zu mir passen, ja. Es ist so, wenn du ein Rülpserchen machst, musst du auch wissen, wovon. Ja, das stimmt. Hast du mit Sodbrennen Probleme? Nein, danke, dass du nachfragst. Womit hast du denn noch so Probleme? Bist ja, es ist die Rattenklappe, so die sich bei mir nicht schließt. Die was? Die Rattenklappe. Du hast am Ende der Speiseröhre eine Rattenklappe. Nennt man... Achso, das hatte ich gedacht früher, wenn du so Haustiere hast, die so ja, eine Tür oder ja, sowas. Du bist auf dem richtigen Weg, danke. Gerne. Und zwar kommen Ratten ins Haus, weil sich die Klappe plötzlich nicht mehr schließt. Heißt also, nach unten müssen die Abwasser abfließen, nach oben hin muss die Klappe schließen. Schließt sie sich nicht mehr, können Ratten ins Haus kommen. Dasselbe System als Sonnenspeiseröhre. Jetzt kommst du. Ich bin Gastronom. Es gibt so viele Sachen. Ich habe viele Sachen erwartet auf dem Weg hier in diesem Podcast, aber nicht, dass ich mit so viel wahnsinnig viel Wissen wieder rauskomme. Wenn du liegst und deine Rattenklappe sich also nicht mehr schließt, kommt die. Aber ich meine, hat man selten bei Emergency Room oder sowas gesehen oder hier bei in aller Freundschaft. Das sind die Fehler, so, die Rattenklappe. Ja, noch nie erlebt. Ein Mitarbeiter zur Rattenklappe. Ja, so. Ja. Wir wissen, Babyklappe nicht, kennt jeder, aber Rattenklappe. Ja, Babyklappe, das kennt viele. Ich wurde von uns, ja von innen reingelegt. Ja. Es ist so, sind Ärzte heute hier, also jetzt nicht Fans der Band, sondern Studenten. Ja, BWL-Studenten, die sich mit Medizin auskennen. Bewusstlos. Kenn dein Publikum, ja. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich so. Ich interessiere mich, ich kann dir einen Appendix rausholen. Blinder. Ja, habe ich schon. Aber ich habe mal einen transplantiert und das macht gar keinen Sinn. Ah, okay. Den haben sie aber fein. Warum? Warum haben sie das getan? Man braucht ihn tatsächlich nicht, aber rudimentär ist auch nicht immer schlecht. Ja, ja. Was hast du in nächster Zeit vor, habe ich die Frage schon gestellt. Nee, also du hast sie schon gestellt, ich habe einfach nicht darauf geantwortet, weil ich glaube, ich dann auf sowas Feines wie, weiß ich, Rattenklappe oder sonst, so. Sonstiges wichtiges Wissen gekommen. Was hast du für gesundheitliche Probleme? Ja, wie gesagt, die mit dem roten Stuhl, das bin ich. Und, ja. Aber wollen wir mal kurz, was ich in nächster Zeit vorhabe. Also erstmal natürlich Weihnachten. Erstmal dann operieren und so, lassen und dann? Dann, wie gesagt, habe ich noch meine wunderschöne Show, nicht One Funny Shot, das natürlich auch. Da haben wir tolle neue Folgen aufgenommen. Habe ich gehört, dass ihr die macht. Ja, genau, lecker. Und dann bin ich mit Sorry for Being Drunk auf Tour. Und du machst aber nicht allein, habe ich gehört. Hör doch auf, was recherchiert oder was? genau, mit Falk Schuken, da sind wir auch in Duisburg tatsächlich. Ja, wo in Duisburg, weiß ich nicht. Ich bin in Duisburg aufgetreten und die haben danach gesagt, boah, wir hätten gerne diese Show. Und
Dann meinten die so, ich so, ja, wo ist denn die Location? Dann meinten die, im Parkhaus. Und ich so, boah, ey, Duisburg, ich habe viel gehört, aber dass die Show im Parkhaus ist, ja, das finde ich jetzt schon heftig, Leute. Also ich bin jetzt nicht der große Comedian, aber im Parkhaus finde ich, das ist eine total geile Location, kennst du die? Total, ich bin da schon öfters aufgetreten. Ja, haben sie mir auch erzählt. Und habe tatsächlich so ein total geile Location, aber gemacht. Du denkst, wenn du hörst, ey, du spielst im Parkhaus, denkst du so, boah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt poste oder sowas. Leute sagen so, ey, boah, der hat es aber richtig Parkhaus geschafft. In Duisburg-Meiderich. Daumen hoch hat er gemacht, ja. Das finde ich gut. Nein, das wird auch gesendet. Ja. Für Spotify ist Daumen hoch doof. Ach so, ja, ich habe das gar nicht. Aber für YouTube... Das muss ich mir anders eindrehen vielleicht, ja. Ja, du musst dich mal eindrehen. Warst du eigentlich immer so geblondet? Nee, das war auch so ein Corona-Ding, wo ich dachte, so, ich habe nichts zu tun. Und dann habe ich gedacht, ich mache mir jetzt die Haare und dann habe ich den Weg zurück irgendwie nicht mehr gefunden. So. Warum? Weiß ich nicht. Actimel? Ja, ich habe einfach gedacht, ich mache das jetzt einfach mal und... ja, dann irgendwann ist mal, ja, jetzt bin ich auch so Mitte, Ende 30, hab ich gedacht, ach komm, ist ja auch scheiße. Echt, du bist so Mitte 20? Ja, gefühlte Mitte, Ende. Also Jahrgang. Ja, ja. Deswegen weiß ich jetzt auch mit dem Ich sehe jünger aus, als ich bin, aber ich werde so alt, dass ich mich, wie ich mich fühle. Ja, ja, ja. Es ist tatsächlich so, ich habe immer gedacht, ja, du bist jetzt über 50, du siehst aber jünger aus. Also ich jetzt, für ja, mich selber. Ja, nicht schön, dass du von dir, ja. Und dann sehe ich, ich sehe nicht mehr jünger aus und fühle mich älter. Das ist eine Sache, auf die ich mich also freuen kann, ja? Es ist Lebensberater. Ab 50, also ich habe ja tatsächlich noch Aktivitäten, nicht nur beruflich. Hm. Nur, spannend. Ist ja? Es auch schon manchmal so, dass du sagst, ach komm, drehst du dich mal um. Mach ins Glas, ich trinke später aus, oder ja, was? Ja, so. Man wächst mich, du weißt, wo alles ist. Nein. Nee, aber manchmal denkst du auch so, ach komm, ein Tee reicht heute. Ja, ja. Oder ein L oder ein N. Ich habe letztens einen Menstruationstee getrunken, weil ich keinen anderen mehr in der Wohnung hatte. Habe gedacht, ist das, darf man das? Ist das der Sweet Kiss? Ja, ist das irgendwie, habe ich hat sich, ja, hat auch nicht so geschmeckt. Weiß aber, ja, war auch rot tatsächlich. Ja, Sweet so Kiss. Ja, aber, ja. Boah, habe ich die Jugendheim früher. Boah, Gott, dieser komische rote Tee. Das ganze Jugendheim, wenn du in Ferien gefahren bist, oder was, mit Ortsgruppe. So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. Erzähl, ich war, ja, hab's nie gemacht, aber ich glaube, ich möchte nein, wissen, auch mit der Schule, ist. Mit der Klasse und dann hatte ich ja Spüldienst, wo ich dann immer eine Zerrung hatte. Ja. Das ganze Ding roch nach irgendeinem roten Fick. Wie heißt der? Da war nicht Kamille Fick-Tee. Und nicht Enthusiasmus. Wie hieß der? Hagebutte. Boah. Hat doch keiner gesagt, was ist, auf die Frage, was ist dein Lieblingstee, hat er gesagt, doch schon Hagebutte. Es ist der ostfriesische normale Tee, wo du Herzklabast dann kriegst, ganz normal. Ja, der ist schon weißt mit, du, wo schon du drei drin. Tage unterwegs bist und weißt, woran er liegt. Ja, ja. Das nehmen auch Lehrer so mit, nur um dich zu ficken. Wo ja. Du einfach nur froh bist, dass du einen Beutel hast. Ja. Könnte ich auch, der Storb, möchtest du? Ach, ja. Du, wenn du mich so fragst. Dann also nur ich. Ich habe ja gerade, das ist ja... ja, ich will ja nicht sagen, dass ich ein schlechtes, irgendwie weiß ich nicht, hier abgegeben habe, die letzte Mal, wo ich hier gedreht habe. Aber, ja? Als ich dann an der Theke war und dann meinten die, ja, Daniel, möchtest du ein Bier haben? Ich so, ja, ich muss ja noch fahren. Also, die meinte, kleine oder große, meinte, ja, ich muss ja noch fahren. Oh, gut, dann also ein großes. Also, ja. Das ist ja schon irgendwie... Also, ist auch so, sonst kann man sagt ja immer, Hände weg vom Steuer, aber frei nicht fahren ist schwer. Geht ja auch nicht, ne? Ja, ja. Es wird ja alles geschnitten. Ja. Das wären richtig gute 5 Minuten am Ende. Ich freue mich drauf. Es wären 3 Minuten Werbung, ja, für Aktivität und Chips frisch. Nein, aber ist so, wovon ernährst du dich denn beruflich? Ja. Bist du mehr chinesisch, italienisch oder tatsächlich Sauerbraten? Was du jetzt glaubst, was ich jetzt rein beruflich, wovon ich am meisten lebe? Nein, oder wo was? Du selber sagst, da bestelle ich und da sagt Lieferando, och. Der schon wieder, so ein bisschen, schon wieder Durchfall in der Dose. Nein, liefern wir ihn. Der Rest, den muss man, och, ist immer dies, oder, Ja, heißt, du kannst dem nicht folgen und du willst dem nicht zuhören. Okay, warte, dann antworte ich immer mit, Ja. Ja. Wenn dir einer einmal erzählt, Markus, ich hab ihn mal, Ja. Leute, ich hab's sofort verstanden. Ja, ich hab's sofort verstanden.
kann man jetzt auch als Klingelton runterladen. Oh! Da sieht man, dass du schon ein paar Jahre hinterher. Das ist auch eine Crazy Frog-Zeit, ne? Kann man überhaupt noch Klingeltöne runterladen? Gibt es irgendjemanden, der. Kann man so von dir. Hast du so Fans, die so einen Spruch von dir dann irgendwie auf dem Handy haben oder sowas? Alle. Ja? Ja. Hast du? Ja. Wenn dein Handy klingelt, hier unten hinten, dann kommt ein Spruch von ihm. Ja. Ich geh nicht dran. Ja. Ist immer so, ich habe ja viele unter anonym. Und wie geil, wenn du einen kennst, der anonym heißt. Ja. Ist wie Marterpfahl. Ja. Ja. Oder Just in Time oder sowas. Ich konnte ihn nur verlieren. Sehr gefährlich. Ich sage jetzt keinen, weil das kann keine so was wie Axel Schweizer. Aber was würdest du bei Lieferando jetzt so bestellen? Boah, das ist ja auch immer das Gleiche, was man bestellt, oder? Ist man da wirklich so, genau, nee. Ich weiß nicht, ich bin auch wirklich der Lieferando-Typ, wenn ich am Abend vorher irgendwie gesoffen habe oder sowas. Also, ja. Wo du dann wirklich sagst so, boah, nee, heute. Also immer. Ja, genau. Ja, nee. Ja, 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 so. Okay, wir kennen uns also doch schon ein bisschen. Ja. Wir essen zusammen. Ja, also von daher, es ist natürlich, also es ist das Partyblech so. Es ist das Partyblech, wo du dann auch noch so reulich so von so 3-4 Tagen so von zehrst. Das finde ich schon irgendwie, das ist so mein Ding. Ja. Ich habe mit meinem Techniker hinten, dem David, habe ich bei Lieferando bestellt, ich habe mir eine Pizza geholt und er sich wohl ein Grundstück. Junge, der atmet so ein Wagenrad weg in einer Viertelstunde, wo ich immer noch mache. Ja, war alles in Ordnung. Ich habe entwortet, Papier wurde am nächsten Tag abgeholt, blaue Tonne. Ja. Aber war voll. Hut ab, mein lieber Mann. Der hat sich da rein. Boah, Junge. Ja. Jeder hat seine Talente woanders. David kann einfach so richtig schön viel fressen. Ja. Doppelkäse. Ja? Oh, Doppelcheese. Ja, Double Cheese. Geht mir direkt der Hintern auf. Wenn ich das aber ich bin Chinesisch. Bei uns ist das so, ich mag chinesische Küche tatsächlich. Also jetzt die Küche an sich, das Essen nicht. Naja. Nein, aber ich mag so, wenn du 8 Fleischsorten durcheinander hintenrum angeliefert und Tische garniert oder was. Und das mag ich tatsächlich sehr. Ein bisschen Reis drauf, Pfanne und geil. Nee, also ich bin da wirklich, ich bin so einseitig, was Essen angeht. Das ist schon seit meiner Kindheit. Also nur Butter. Ja, wirklich nur Butter, reine Butter. Ein bisschen Buttertee oder sowas. Nee, meine Eltern haben mich damals mit 3 Jahren auf Borkum abgegeben. Ja. Ist ein bisschen traurig. Haben mich aber auch wieder abgeholt. Ja. Aber nach einer Woche und vor der Woche habe ich alles gegessen. Und nach der Woche habe ich gar nichts mehr gegessen. Also Borkum war für meinen Vater der Genickbruch, was die Ernährung von mir angeht. Und ja, viele Grüße nach Borkum. Borkum ist schön hier. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber als der mich da wieder abgeholt hat, hat der Junge nichts mehr gegessen. Ja, und ist jetzt gekauft worden übrigens. Ihr heißt nicht mehr Borkum, sondern Gekaufkum. Weit weg. Ja. Aber kann man auch anders machen. Bohrinsel, ich weiß es nicht. Ich komme aus der Nummer nicht raus. Mach nur was. Nee. Stopp! Markus, was ich in nächster Zeit mache? Oder? Ja, gehst du nur noch essen oder trittst du auch auf? Ich trete auch auf. Ja, wann wird das ausgestrahlt? Ich weiß es gar nicht. Irgendwann. Nee, das wird nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn überhaupt. Ey. Ja, wenn dann im Vorprogramm. Nee. Ja, ich war auch schon mal bei dir im Vorprogramm. Ja. Als ich quasi das erste Mal gesehen habe, da habe ich dich in meine Radiosendung eingeladen. Stimmt, und da hast du auf. Da bist du. Ja, gewesen. Das war. Frankfurt? Das Duisburg. Nee, diesmal war es nicht, oder war es doch? So war es auf Düsseldorf in der Mitte so? Oder 2016 Köln? Irgendwo war das und das war... Ja, Mensch. Das war klasse, ne? Ja, das hätte ich mir vielleicht... Ist ja schön, wenn jemand Publikum mal sieht. Ja, hätte ich mal... hätte ich mir vielleicht noch mal ein halbes Jahr aufsparen sollen, den Auftritt vielleicht, aber war trotzdem nett. Dass du, und das muss man ja auch sagen, muss man dir ja auch irgendwie hoch anrechnen, weil du auch einfach dachtest, ja, mach doch mal. Ja. Weil dir war das einfach, du hast gesagt, ja, ich finde, das ist ein netter Kerl, mach doch mal, du machst jetzt Comedy, das war irgendwie eine nette Sendung oder sowas. Und das macht ja auch nicht jeder bei einer Zuschauerzahl. Nee, ich hatte auch weniger Sterne bei Eventen. Ja, klar. Also das ist... du kriegst 3 Sterne, weil du gut warst, aber die Parkplatzsituation vor Ort nicht. Ich hab gedacht, du liest deine Rezension nicht durch. Deswegen bestimmt. Ja. Nein, aber dann sehe ich, was? Markus kriegt aber Parkplatz fürchterlich. Und warum gebe ich 3 Sterne ab? Dann habe ich doch Langeweile. Entweder bin ich völlig gefrustet und sage, ich muss meckern, oder es war total geil. Wenn ich 3 Sterne abgebe, habe ich kein Leben.
So könnte auch ein Buch reißen. Wenn du drei Sterne hast, hast du kein Leben. Drei Sterne sind so uninteressant. Vor allem, ich finde, wann gibt man wirklich drei Sterne, das ist eigentlich schon super negativ. Weil, also wenn man drei Sterne... Ich hatte zum Beispiel letztens ein Hotel und da hatten von den drei Lampen im Badezimmer hat eine funktioniert und im Klo war noch ein Gruß vom Typ davor. Ja. Und da habe ich gesagt, da gebe ich drei Sterne. Ja. So, und das, da habe ich schon gedacht, da wäre ich schon relativ streng gewesen. Ja. Aber wenn jemand sagt, Markus Krebs, 19 Minuten durchgeballert, gag, aber der Parkplatz war ein bisschen weit weg. Ja. Und dann gebe ich drei Sterne. Okay, ich habe mal einen Stern gegeben, weil beim Balkon fehlte der Boden. Ja. Kein Hinweis, nur die Umrüstung. Ja. Da. Ja. Und ich, Das will ich reklamieren. Hier setze ich mich aber nachts nicht hin. Ja. Rauchen nur auf dem Balkon. Ja, unglaublich. Du machst den Balkon auf, auch schön, hinten Lichter, ein bisschen Musik, guckst, kein Boden. Ja. Der wurde erneuert. Ja. Ist in der Nichtraucherwohnung nicht immer gut. Nichtraucherwohnung, ja. Ja. Welche Hotelkette, weil wir gerade bei so werbemäßigen Partner sind, gefällt dir am besten? Bist du auch NM? Ich finde NH heißt das, ne? NH Hotel, ne? Ja. Ich finde ja so Motel One, finde ich also mal ganz, um ganz ehrlich zu sein, finde ich Motel One. Es gibt ja das. Echt? Und da bin Motel One, die haben keinen Kühlschrank. Da bin ich, ja, die haben keinen Kühlschrank. Ja, aber die haben eine Bar, die aber die ganze Zeit offen ist. So. Hey, die haben keinen Kühlschrank. Ja, aber die Kühlschränke wir mittlerweile. Wir haben keinen Kühlschrank. Ja, aber die Kühlschränke sind mittlerweile sowieso, so wie du sie normalerweise hinterlässt, leer. Also das ist ja mittlerweile, sind die ja eh immer leer. Und weil die sagen, nur wegen Corona und sowas, können sie ihre Getränke unten an der Bar holen. Denkst du, fick dich, ihr Wichser. So, und das ist ja mittlerweile Standard. Dass sie apropos alle die leer, ich war auf Sylt. Haben. Ja, natürlich. Ja, und da habe ich mir einen Kühlschrank gekauft. Weil die und habt ihr ins Zimmer reingestellt? Ja, natürlich. Sag, dass du reich bist, ohne zu sagen, dass du reich bist. Nein, es geht ja rum, meine Damen und Herren. Es lag ein Prospekt mit dem Angebot von so einem Coca-Cola-Kühlschrank. So ein kleiner, so ein Cube. Haben sie daneben gelegt, von wegen. Sie haben keinen. Ja, okay. Ich lüge nicht. Ja, sie wird es bestätigen. Und dann habe ich gesagt, die haben keinen Kühlschrank. Haben wir unten. Der Kühlschrank. Weißt schon, für das, und dann sagt sie, wirklich unten, wir haben keinen. Ich sage, das ist wenig. Und dann habe ich auf Sylt so einen Coca-Cola-Cube geholt, aber ich den Kühlschrank habe. 98 Grad im Schatten, ich bin zerlaufen. Was hat der Kühlschrank gekostet? 119. Da hättest du natürlich auch theoretisch, klar, ich weiß nicht, wie du normalerweise gastierst, ja, aber in einem Zimmer, wo kein Kühlschrank ist, hättest du für den Preis natürlich auch theoretisch einfach ein anderes Zimmer nehmen können, ne? Mhm. Oder ein anderes Hotel. Jetzt kommst du damit? Ja. Also jetzt habe ich 30 Kühlschränke zu Hause. Du rufst da vorher jetzt an, sag mal, haben Sie den Kühlschrank? Kein Problem. Wie groß ist Ihr Zimmer? 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Aber tatsächlich. Wie hast du den hochgekriegt? Kein Problem, ne? Ich habe immer. Achso, den Kühlschrank. Habe ich auch. Ja. Da ist ja ein Cube. Ja. Ich war jetzt wieder mal. So. Und die Leute, als du rausgegangen bist, haben gesagt: so, ey, der Wichser nimmt einen Kühlschrank mit. Der hat bei uns den Kühlschrank geklaut. So, ein Stern bei Markus Krebs bei der nächsten Show. Ja. Gute Show, Parkplätze schlecht und der Typ hat uns letztes Mal einen Kühlschrank geklaut. Und ohne Eisfach. Ja. Aber der hatte ein Eisfach, so ein kleines, wo du wirklich ein Eis, so einen Buntstift reinkriegst. Ja, das sind diese Wassereisdinger. Ja, ne? Hier so Mini-Milk. Ja. Das Pedo-Eis da, ja. Dieses komische, weißt du, wo du reinbeißt und denkst, oh, weg. Ja. Weg und Zahnschmerzen. Ja. Sofort. So, oh, da muss ich was machen. Ja, genau. Du merkst erst, dass du scheiß Zähne hast, wenn du einfach mal wieder so ein richtig räudiges Eis isst. Und ich kann auf das Holz nicht beißen. Ja. Hast du das auch, dass du auf das Holz nicht beißen kannst? Ach so, ich dachte generell auf Holz. Warum beißt der auf Holz? Bei mir beißt er auf Holz. Ich weiß nicht, das ist ja am Bierfass. Nein, aber ich mag das Gefühl nicht. Im Kauf ohne Stiel. Ja, ohne Stiel ist Konfekt. Wurde im Kino früher Eis jemand. Gibt's auch hier im Kino. Und du denkst, das stimmt überhaupt nicht. Das sagen die immer noch, gibt's auch hier im und Kino. Und wer trägt das da rein? Vorne Uschi, 95 Jahre alt. Ja. Fanta Cola Bier. Und hat nur Eis. Ich habe mir immer Konfekt geholt. Doppelt so teuer wie draußen an der Bar. Also war nicht so, aber du hast aber trotzdem mehr. Aber es zerläuft. Aber Bofrost, danke, hat das bessere Konfekt. Aber dafür gibt's Bofrost nicht mehr, glaube ich, oder? Jetzt nicht mehr. Also ich glaube, wenn du früher gedacht hast, der Postbote war der Ficker der Straße, ich glaube, das war der Bofrostmann früher. Ich weiß noch, dass ich. Die haben, glaube ich, richtig. Die haben, was die früher bei so Hausfrauen, das waren ja früher alles noch die Hausfrauen zu Hause, was die da, glaube ich, gesagt hat, wie die dann das Eis da reingeräumt haben, da haben die gesagt, mein lieber Mann. Ich weiß noch, Nachbarkind sah aus wie der Postbote, da wurde viel erzählt. Ja. Der hätte mal einen Hund haben sollen, der beißt. Ja, na, haben sie was eingeschmissen? Ja. Leider nicht die Pille danach. Alte Witz.
Papa, wenn du mir 5 Euro gibst, sag ich dir, was der Postbote zu Mama gesagt hat. 5 Euro. Hier, Frau Schmidt, Ihre Post. Gott, wie geht denn der mit diesem Theorie- und Praxis-Ding? Den kennst du bestimmt auch hundertprozentig auch, ne? Hundertprozentig. Erklär mir den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja. Kennst du den nicht? Doch, oder Theorie ist... Geh mal zu deiner Schwester, zu deiner Mutter, sag mal, ob die für 500 Euro mit einem fremden Mensch schlafen würden. Ja. Und dann kommt er wieder, sagt er so von wegen, und was haben sie gesagt? Die haben gesagt, ja, würden sie theoretisch machen, so, ne? Für 500 Euro würden sie mit einem fremden Menschen schlafen, so, ne? Also sagst du, siehst du, theoretisch haben wir jetzt 1000 Euro in der Kasse, praktisch haben wir 2 Schlampen im Haus. So. Ich erzähle anders, vielleicht auch besser. Aber ey, das ist auch so dumm, bei dir anfangen Witze zu erzählen. Ja, das ist so ein bisschen dumm. Nein, ich mach das ja sehr gerne. Ich höre auch gerne immer wieder dann zu, wenn jemand einen Witz erzählt, weil ich dadurch natürlich sage, den habe ich lange schon nicht mehr gehört. Aber du kanntest ihn so irgendwie so, er war nicht ganz verkehrt, glaube ich. Nein, ne? der war gut, aber unrund. Manchmal ist die Pause das Wichtigste. Wie ich, Beispiel, dieses, ich habe mein Kondom aus dem Portemonnaie genommen und habe da ein Feuchttuch reingelegt. Weil die Chance auf ein halbes Schnitzel mit Pommes, halbes Hähnchen, siehst du, ich habe die gerade versaut, merkst du was? Aber pass auf. Weißt du warum? Weil die Pause ist ganz wichtig, glaube ich. Ja, ich spule mich zurück. Weil die Chance auf ein halbes Hähnchen mit Pommes durchaus größer ist. Und jetzt versteht man den ersten Satz nicht mehr, weil ich den versaut habe. Können wir selber so in die Schnauze gerade boxen. Ich habe ein Kondom rausgenommen, habe ein Feuchttuch reingelegt, weil die Chance auf ein halbes Hähnchen mit Pommes durchaus größer ist als da die. Aber die Leute lachen auch beim zweiten Mal. Super gerettet, super gerettet. Aber kein Retter ohne eine gerettete Tüte. Boah, das war so geil, ne? Bei Otto, der erste Film. Otto, der Film. Und war ich der Rettete. Das war so geil. Otto-Fan? Ja, total. Total. Ja. Also Otto und Loriot waren natürlich so, die einen damals so ein bisschen geprägt haben, finde ich. Ne? Also Jackie kennt mich, wenn die Amy, die hatte immer etwas vor. Heißt, wir müssen jetzt dahin oder die besuchen. Und ich habe immer gesagt, ich will nur hier sitzen. Und da war ja ein Loriot. Und das habe ich ihr da mal gezeigt. Und sie weiß jetzt, wenn ich da sitze und sage, ich will doch nur hier sitzen. Dann sagt sie, geh doch mal spazieren. Ja, ja. Otto hat aber wirklich so Sachen, die früher einfach auch, glaube ich, so, das war aber auch einfach eine andere Zeit, diese Talk of Town. Alles auf die 17 ist der beste Witz von ihm. So, bitte? Alles auf die 17. Weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Typ geht am Strand und dann hört der plötzlich die Stimme so, graben. Der kann das ja wirklich, die Stimme ist ja Weltklasse. So, graben. Hä? Graben. Er gräbt, buddelt vor sich hin, findet eine Schatztruhe. Ne? Otto. Alles ja. Und alles voll Gold. Und dann sagt die Stimme, nach Travemünde. Der fährt mit der Schatztruhe nach Travemünde in Spielcasino. Er geht in Spielcasino, die Stimme sagt so, 17. Ne? Er alles auf 17, die 18 gewinnt, die Stimme sagt, scheiße. Weltklasse. Wow. Wow. Gute Idee. So ein Scheiß. Sehr gut. Ja. Ja. Das sind die Helden, das sind die Helden. Aber da sieht man, dass man halt auch mit einer Sache, Otto ist für mich immer noch, ich war bei einer Live-Show von Otto vor, weiß ich nicht, auch vor so 5, 6 Jahren, der kann immer noch Sachen auf der Bühne machen, die sind absurd. Wenn ich jetzt auf die Bühne kommen würde und ich würde Leute mit Wasser bespritzen und einen Kohlkopf ins Publikum rein, irgendwie hexen, dann würde ich sagen, was ist das für ein unglaublicher Vollidiot? Ja. Ich habe in der ersten Reihe gesessen. Ich auch. Kohlkopf, geil, Otto, ja. Und sowas, er kann das machen, es ist aber, Otto. Das ist so, du musst ja aber auch diese Stellung erstmal, sag ich mal, erarbeiten. Glaube ich. Er kann Männer allein im Wald und so weiter, ja. Und so Schach, Bums. Nur mit dem Holzbrett auf den Kopf hauen, Schach. Ja. Und ich heul. Ja. Ist ja Happy Kerkeling, Club Las Piranhas. Ist der Film, der nie irgendwie mal in der Öffentlichkeit so. Sand mal, und Leute. Boah, wir fahren jetzt durch die grüne Lunge und alles ist Wüste. Wir fahren jetzt hier durch die grüne Lunge. Und dann hörst du nur so, Uschi. Ich habe gar kein Taxigeld. Da könnte ich heulen. Aber das ist auch so ein Nischenfilm. Ich habe den natürlich früher geguckt, weil ich ja selber auch bei... Da ist kein Nischenfilm, der ist gut. Ja, natürlich, aber sag mal, Hand hoch, wer den Film Las Piranhas gesehen hat. Club Las Piranhas, so viel Zeit müsste sein. Ja, das sind gut.
Ja. Auf DVD noch, jawollo. Aber ich sag mal, deswegen, es sind jetzt, sag ich mal, drei von, und wir sind ja hier mit 5000 Leute, wenn man das jetzt nicht nur, man, nur gefühlt. Hört. Wenn man es nur hört, sind es ja, 5000 ja. Leute, prozentual gesehen. Aber was. Das ist für mich dann so, und ich merke immer wieder, wenn ich solche Bemerkungen mache, dass wirklich nur wenige, wo führt die Treppe hin? Sie führt nach oben. Dass das von Ghostbusters ist, ja? Und ja, aber dann ist das, ist, wenn du jetzt Filmzitate auspackst, dann muss ja. ich sagen, hast du das, das Filmzitat. Hör auf mit, das nicht leuchtet blau. Hör ja, auf, sicher, das nicht leuchtet blau. Das ist, alle kommen da drauf, es leuchtet blau. Ja, wenn du kommst mit der scheiß Treppe hoch, kann ich doch auch sagen, mit dem blauen Licht. Werde ich nochmal eingeladen? Adrian! Hast du gerade Silvester? Geh dir zur Seite, Adrian! Da würden auch wieder sagen, ihr wisst schon, dass Sylvester Stallone eine Gesichtslähmung hat ja. und so, ne? 3 von 5 Sternen. Ich würde die Treppe auch nicht hochrennen mehr. Auf gar keinen Fall. Ich würde da auch gucken, Lift. Ob da ein Lift ist. Ja, ja, klar. Ja. Ist in Philadelphia übrigens. Das ist die Stadt in Amerika. Ich bin ein Eagles-Fan. Eagles-Fan? Ja, Philadelphia Eagles. Ja. Hm. Ich habe aber auch hier die Rheinfeierer gesehen. Ich hab dir was mitgebracht, fällt mir gerade ein. Soll ich es noch kurz holen? Nicht, dass wir jetzt irgendwie die Zeit irgendwie ausmachen. Nee, weil der die ganze Zeit Signal macht. Er macht Signal schon? Ja. Ist schon hier. Ey, darf ich noch dann. Signal noch ist schon eine Zahncreme. Achso. Ich hab dir was mitgebracht, weil der Weihnachten ist. Also, wenn das ausgestrahlt wird, also sprich die 2 Minuten, ja. Habe ich dir was mitgebracht. Hast du was vorbereitet? Ja. Ich bin gespannt. Aber es ist so, ja, also viele natürlich auch in diesem Raum, es ist ja kurz vor Weihnachten und wissen nicht genau, was sie den Leuten schenken sollen. Ein Amazon-Gutschein? Nein, das ist kein Amazon-Gutschein, das ist noch ein bisschen frecher von mir, das ist noch ein bisschen frecher. viele beschweren sich über, dass die deutsche Kultur ja auch so ein bisschen schwächer wird, ne? Du tust natürlich einiges dafür und auch viele beschweren sich darüber. Wird. Ja, ja. Und viele beschweren sich auch zum Beispiel, dass halt auch zum Beispiel die Literatur ja, in Deutschland so ein bisschen schwächelt. Also zum Beispiel, meine Mutter, das ist kein Scherz, hat für das Kind von meinem Bruder jetzt Max und Moritz gekauft. Max und Moritz kennen wir alle. Ja? Und wenn man ja im Jahr 2022 Max und Moritz kauft, ist kein Scherz, gibt es jetzt ein alternatives Ende. Ne, mit der Begründung. Also ein Achtenstreich. Ja, nee, es ist kein Scherz. Es gibt ein alternatives Ende mit der Begründung, können das Kind ja verwirren, weil das so wahnsinnig brutal ist. Ne? Das ist hart. So, also ich meine, aber wir alle wissen natürlich noch, wie es im Original ausgegangen ist. Ne? Durch die Mühle. 1-1. Tot. Und du hast als Kind schon gedacht, zu Recht. So, ihr beide wart abgefuckte Hurensöhne. So, und deswegen. Die haben auch Scheiße gebaut. Ja, natürlich haben die Scheiße gebaut. Im alternativen Ende, da überleben die das, da machen die die Brücke wieder heile. Die dann gehen zu Lehrer Lempel, sagen, bisschen blöd gelaufen mit der Pfeife. Ich denke, halt die Maul, dein Maul in die Mühle mit dir. Wilhelm, was ist mit dir los? Und deswegen hab ich dir was mitgebracht. Und zwar, weil viele Leute sagen, es gibt keine zeitgemäße Literatur mehr und zeitgemäße Comics auch für Kinder. Ja. Und deswegen habe ich ein eigenes Comic geschrieben und das möchte ich dir schenken. Und dieses Comic heißt Papa ist jetzt arbeitslos. Auch schön. Ja, einfach mal was wissen, auch was das ja. Jahr 2022 für viele Menschen, genau, ja. Für Duisburg, ja. Ja, früher auf das, genau. Das ist, Papa ist jetzt arbeitslos. Ich möchte da ganz kurz vielleicht noch das vorlesen, weil es ist ja die Weihnachtszeit. Ja, du bist ja hier, ja. Ich auch. Ja, also einfach, dass du dich noch mal ein bisschen zurücklehnen kannst. So, ne? Einfach auch. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach, machen es noch ein bisschen gemütlich. Jedes Jahr die gleiche Leier. Papa muss zur Weihnachtsfeier. Wie immer mahnte Mutti noch, trink nicht wieder wie ein Loch. Weil letztes Jahr zum großen Schreck war danach der Lappen weg. Tragt mich ans Auto, ich fahr euch all, rief er kurz vom großen Knall. Kippe links und rechts das Glas, verwechselte er Brems mit Gas. Das Autoschrott war zu ersetzen, doch flogen sonst Gewaltgefetzen. Ein neues Auto kann man kaufen, doch Fahrrad-Ute nie mehr laufen. Ist ganz schön gemacht, auch hier so mit so einer Ute. Man muss ja auch sehen, was mit Ute ist ganz, ganz schön gemacht. Kann ja, ich habe die Brille zum Glück nicht auf. Also einfach schön gemacht. Ja. Kaum verlässt er froh das Haus, läuft schon der erste Dorncard aus. Langsam wird die Birne weich, denn der zweite folgt sogleich. Er erreicht mit Ach und Krach den Wodka-Kirsch im Handschuhfach. Während alle am Buffet kotzt der Papa in den Schnee. Auch das ist ganz schön illustriert worden hier, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Kümmerling mit Apfelsaft nimmt dem Papa jede Kraft. Dann wird er natürlich auch noch ein bisschen grampelig. Ne? Das ist ja logisch, ne? Das ist ja eine deutsche Weihnachtsfeier. Untenrum, ne? Halt. Sein Blick sinkt tief ins Dekolleté, da schlägt sie zu, es tut kaum weh. Es knallt zwar laut, er spürt nicht viel, denn Knallen war ja schon sein Ziel. So, das ist einfach, einfach, hier, bitteschön. Ja, vielen, ja. Frohe Weihnachten. Kannst du mir das denn noch signieren? Das kann ich dir auch noch signieren. Resignieren. Ja, genau. Ja. Hör mal, ist das aus deiner Feder? Das ist aus meiner Feder, ja. Ja. Ist gut. Nein,
ist ja so wahr. Ja, ja die Tage kommen ja erst auf uns zu, auch wenn wir später senden. Dürfen aber nicht sagen, dass wir jetzt noch vor Weihnachten sind. Ah, frohes Neues auch nochmal. Ja, achso, ja, stimmt. Ja, schönes, wow. 2024. Ja, krass, dass das mit dem Krieg schon vorbei ist. Wild. Ja, hätte keiner gedacht. Ja, ohne Scheiß. Ja, da sagen die einfach, hey, und dann ist so, dass der echt. Ich habe halt die Bombe gefangen. Der Putin, doch so ein lieber Kerl, ne? Ja, ja. Leute, war ein Scheiß, ja. Aber ich finde gut, dass der Elster wieder das übernommen hat. Ja. Ja, das ist ein Ding. Aber so ein Jahresvorblick sollte man mal machen. Ja. Wollen wir noch kurz? Ja, dazu so, Hochwasser nicht da. Ja, ja. Erderwärmung. So, genau. Ja, Manuel Neuer, immer noch krank. Ist alt. Ja. So, ja. Kein Neuer für Manuel da. Wer nicht alt ist, neue Freundin von Leonardo DiCaprio, sowas, ja, genau. Ja. 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 Soll Herr Philipp, bist du Fußballfan, ne? Von welchem Verein? Sarret, komm, Sarret. Ja. FC Köln. Ja, ich weiß, es sind auch so schön Wetterfans. Nein, es ist ja, ihr seid ja. Ich würde es mir jetzt nicht auf den Unterarm tätowieren, sag ich mal so. Ihr seid ja auch Jack. Ja. Ja, ja. Ja. Also ich bin ja auch, wie gesagt. Steigt ihr auf? Ey, nein, wir sind im Jahr 24. Ja, ja. Da, weißt du noch, als der Baumgart noch so richtig gut war? Ja, da war wohl die Mütze dem. Und alle so, ui, 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 unseren Baumi. Und jetzt sagen, verpiss dich, du Idiot. Ja, hör auf, immer. Ja, da war ich doch im Urlaub im Lichtenstein. Das waren Zeiten. Und jetzt der Daumen wieder gesund und Trainer vom FC. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, der sollte, ich habe gesagt, er soll mit dem Reha was zusammen machen. Ja, herrlich, wirklich. Also. Ja, der FC, dass ich mich so berappelt wieder, das hätte ich nicht gedacht. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Unser Daumi, sagen die jetzt mittlerweile. Und man, ne? Muss ganz ehrlich, Manuel Eickel hätte ich nicht in der Bundesliga gesehen vorher. Nee. Die spielen ja auch bei der nächsten WM in Russland. Bei der Club-WM. In der WM in Russland, glaube ich. Manuel Eickel spielt bei der Club-WM gegen Herne West. Genau. Ja. Das wird herrlich. Ich freue mich da drauf. Ich freue mich da mega drauf. Also, ja. War wirklich. Ich habe den Kalender schon. Ja? Ja. Von der Club-WM. Ja, natürlich. Hat schon ausgefüllt. Ja. Ja. Wer gewinnt? Wir. Ja, Van Eickel. Achso, nee, wir. Ja, MSV. Ja, ja, MSV. MSV gewinnt immer. Siehst du da, er hatte auf der Brust MSV. Der sieht so ein bisschen aus wie Andi Bremer. Siehst du das? Ich sehe einen Bus kommen, ich finde aber die Haltestelle nicht. Da hinten sehe ich, was der auf der Brust hat, aber hier kann ich nichts gucken. Das ist kurzsichtig. So was nennt sich Kurzsichtigkeit. Ja. Das können wir ja kurz einen Optiker vielleicht noch zu Rate ziehen, aber würde ich jetzt einfach mal per se sagen. Und Optiker. Ja. Boah, ist der schlecht. Ja. So, wo es am schönsten ist, sollten wir aufhören. Dann lass uns noch mal eine halbe Stunde zurückspulen, ja? Ja, ja. Ich möchte deinen Kalender für 2024 gerne sehen. Ja. Ich freue mich, dass du hier warst. Ich freue mich sehr, danke für die Einladung. Du musst nicht immer kommen, das weißt du. Ja. Nein, weil mich bei Männer rosa dein Matrix-Anzugshosen ein bisschen irritiert. Meine Hose? Ja, ist das altrosa oder ist schon neu? Oh, gibt es da jetzt verschiedene altrosa und neurosa? Nein, ist das hip? Ist das eine Neurose? Neurosa. Das ist nicht hip, das ist einfach ein Zeichen an dich, dass ich mich wohlfühle. Ja, und wir sollten, das Zeichen an mich ist die Ruhe im Raum, dass wir jetzt aufhören sollen. Aber wirklich, wenn wir zusammenhängen, wir labern wirklich nur Scheiße und das haben wir völlig durchgezogen. Fand ich total geil. Der Storf, vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön. Ich krieg gerade Tennisarm. Ja. Vielen Dank.